Heute gibt es eine kleine Eilmeldung, liebe verrückte Kinder. Und zwar geht es darum, dass American McGee der Patreon-Community, unter anderem auch uns, die Frage gestellt hat, welches Bild für die finale Szene in Frage kommen soll. Es geht darum, dass Shadow Alice die tötet, die der Alice, die kindliche Alice ist, am meisten am Herzen stehen. Die ihr am nächsten stehen. Die vernichtet Shadow Alice alles. Wir haben in unserem Tea Time Talk schon über das Thema gesprochen. Und zwar darüber, dass Shadow Alice die Grinsekatze getötet hat. Im Endfinale des Spiels ist das komplette Wunderland dem Ruin und der Hoffnungslosigkeit verschrieben. Es gibt keinen Ausweg mehr und der einzige Freund, den die kindliche Alice noch übrig hat, ist ihr kleines Plüschkaninchen. Und dann gibt es den Moment, wo sie sogar dieses Kaninchen verliert. Es wird von Shadow Alice getötet. Die große Frage ist nun an die Community, wie es umgesetzt werden soll. Es gibt einmal die Szene, die sehr blutig dargestellt ist, mit einem aufgespießten realen Herzen und das Blut, was aus dem Tier herausläuft, zäh und dickflüssig, sehr brutal. Dann gibt es die zweite Version, und zwar die ohne Blut. American McGee hat darauf bestanden, auch eine, die weniger gore-technisch ist, umzusetzen. Eine, die ein bisschen weniger blutig ist. Jetzt ist die große Frage an euch. Was findet ihr denn besser? Wir haben unser Feedback dazu abgegeben und auch in American McGee's Community eingereicht. Bis jetzt ist unser Feedback, was wir eingereicht haben, das, was die meiste positive Resonanz bekommen hat. Wir wollen euch nun daran teilhaben lassen, was Alice Nightmoss in German zu den Bildern zu sagen hat und wofür wir uns entscheiden und warum. Lieber blutig als verharmlost. Ich finde ja die erste Version besser. Ich bin ein Mensch, der eine andere Wahrnehmung hat und eine hohe empathische Intelligenz. Das bedeutet, ich denke vor allem bildhaft. Ich betrachte die Bedeutung des Blutes nicht nur als Horror oder realistisch oder Slasher-Effekt. Ich betrachte es ganz anders. Ich fühle den Schmerz. Es ist schwer zu beschreiben. Aber genau wegen der Bedeutung des Schmerzes finde ich das Blut existenziell. Ich finde, Alice' Geschichte macht aus, dass sie schmerzvoll ist, auch wenn es seelischer Schmerz ist. Wieso sollte man den nicht sehen und fühlen? Metaphorisch. Das Blut finde ich total notwendig, um das Ausmaß des
des Schmerzes zu begreifen. Wir können den Höhepunkt eines Traumas doch nicht in Watte gepackt darstellen. Ich kenne den Prozess von PTBS und deshalb auch diesen Prozess der uns bei der Entwicklung des Spieles teilhaben lässt. Das hat auch mein Leben verändert. Ich habe nur so das Trauma kanalisieren können in Reflexion. Ich bin mir sicher, dass kein Spiel so einen pädagogisch wertvollen Prozess hat wie dieses. Und schon bei Madness Returns war dieser Hintergrund überragend. Vielleicht spricht kein Professor das aus oder kein Doktor, aber tausende Betroffene, die sich damit verbunden fühlen. Gerade deshalb finde ich es so wichtig, Bild 1 zu nehmen. Wer PTBS kennt, weiß, dass man das Gefühl auch kennen kann, emotional auszubluten wie ein geschlachtetes Schwein oder der Schmerz, der wie Tinnitus im Ohr klingelt. Irgendwann bricht das aus. Man kann sich nicht ewig davor verstecken. Man kann diesen Moment nicht weniger schlimm machen. Das wird nicht für immer so bleiben, aber Fakt ist, man muss dadurch. Gerade weil der Prozess von PTBS hier so realistisch wie möglich reflektiert werden soll, in dieser Geschichte, ist es zwingend notwendig, den Schmerz darin angemessen darzustellen. Und Blut ist hier das einzig Angemessene. Wir sollten doch nicht darüber nachdenken, ob das vielleicht unangemessen für andere ist. Dieser Prozess ist nicht angenehm, wird es auch niemals sein. Auch nicht für Menschen, die zuschauen. Weder für Angehörige noch Betroffene. Die Frage, ob etwas zu brutal dargestellt wird, in einem der Höhepunkte, empfinde ich deshalb als emotional und bildhaft denkender Mensch völlig unangemessen, weil es die ganze Aufgabe des Spiels plötzlich in Frage stellt. Lass das Kaninchen bluten und alle werden es fühlen. Und zwar nicht, weil es zu brutal ist, sondern weil man den Schmerz hinter PTBS dann versteht. Dazu gehören starke Bilder zwingend dazu. Und ich glaube nicht, dass wenn die Menschen wissen, und das wissen sie, nach dem langen Weg, den Alice hinter sich gelegt hat, dass die Menschen Scheu davor haben werden. Das hat schon Madness Returns ausgemacht. Es ist ein Kunstwerk des Schmerzes. Und erst wenn man aus Schmerz Kunst macht, dann erst bekommt er einen Sinn, der Sinn, über ihn hinaus zu wachsen, der Sinn, über das Schlimmste hinaus zu wachsen. Denn das Schlimmste ist nicht das Ende. Ich finde deshalb, ist genau dieser Augenblick so wichtig, dass das Kaninchen dafür blutet. Es zeigt, dass das Opfer, was wir bringen müssen, größer ist, als wir uns eingestehen wollen. Skriptbuch, Szene. Die Schlüsselszene zeigt den Untergang des Kaninchens durch die Hände des Schattens. Wenn Zeit und Ressourcen es zulassen,
kommen zusätzliche optionale Szenen. Zum Beispiel eine Szene, die zeigt, wie sich Alice dem Kaninchen nähert, ihn in die Enge treibt. Oder wie Angst in der Körpersprache des Kaninchens und in seinem Gesichtsausdruck sich zeigt. Während Alice Mordserie weitergeht, werden sich mit jedem Tod schwarze Löcher aus wirbelnden Leeren manifestieren. Diese Portale der Leere ermöglichen eine schnelle Reise zwischen den Szenen des Wunderlandes. Einige Bewohner werden versuchen, durch diese Löcher zu rennen und zu entkommen und sich in neuen Gebieten versuchen zu verstecken. Shadow Alice wird sie verfolgen. Die Ziele werden nur erreicht und der Fortschritt wird nur gewährt durch den Tod von jemandem, der im Wunderland zurückgeblieben ist. Jeder Tod macht das Wunderland dunkler und dunkler. Und während Feinde das Wunderland überfallen, löscht Alice Raum für Raum jedes Licht der Welt aus. Manche werden anstelle direkt zu kämpfen, den sich entfaltenden Konflikt grausam kommentieren, bis sie vollständig ausgelöscht werden. Wir spielen, bis Shadow Alice ihr Ziel erreicht. Niemand bleibt, außer das Plüschkaninchen. Nachdem Shadow Alice, das Plüschkaninchen, das letzte Ziel ausfindig gemacht hat, wird eine letzte Zwischensequenz abgespielt. Shadow Alice und das weiße Kaninchen sind allein auf einer schwimmenden Insel in einen Abgrund der Dunkelheit. Vom Wunderland und seinen Bewohnern ist nichts mehr übrig. Sie geht auf das Kaninchen zu, ihre Klinge in der Hand. Der Hase zittert lautlos. Er kann nirgendwo hinlaufen. All diese Erinnerungen sind ein ständiges Messer in meinen Kopf. Jedes Plätschern über einen Ozean der Trauer. Wellen von fernen Ufern, die unerbittlich zusammenbrechen, machen mich wahnsinnig. So viele Fragen, selbst nachdem sie beantwortet wurden, bereiten sie mir immer noch Schmerzen. Wieso? Endlich Stille. Endlich absolute Stille. Keine Erinnerungen mehr. Keine Gesichter mehr. Keine Hindernisse mehr zu überwinden. Keine weiteren Fragen. Keine Neugier mehr. Und keine unerbittliche Vorstellung mehr. Und keine unerbittlichen Schmerzen mehr. Shadow Alice greift nach unten und hebt das weiße Kaninchen mit einer Hand hoch. Deine Zeit ist abgelaufen. Wir müssen nicht zu spät kommen.